So schaut's, liebe Leute, willkommen bei Teil 3 von unserer Flechtenrunde und das ist mein Zuhause sozusagen, irgendwo da hinten in einem von den Häusern wohne ich. Und es ist erstaunlich, nämlich die meisten Flechten finde ich tatsächlich bei uns gerade im siedlerischen Gebiet und das möchte ich nutzen und wir schauen so bei unserer Abschlusskundgebung sozusagen, wo wir noch über Ernährung haben wir gesagt, da haben wir noch ein bisschen rein und sonstiges Wissen über Flechten sollte dabei sein. Das ist ein gutes Gebiet, dass ich euch noch mal ein paar verschiedene Flechten zumindest im Bild haben lassen kann und dann quatschen wir über das. Ich tue da jetzt dann auch wieder eine andere Zoomstufe rein, was haben wir da? Das ist ein Spitzahorn und auf diesem Spitzahorn sind eine Menge Gelbflechten. Wie gesagt, eben kein Flechtenkundler, das könnte sogar die gewöhnliche Gelbflechte sein, kann aber auch ein Krustenort sein, also wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus, auf jeden Fall massig gelb. Solche Krustenflechten bzw. solche kleinen Blattflechten sind natürlich nicht wirklich brauchbar punkto Essen. Vielleicht gleich einmal die Frage, sind es giftig Flechten? Also nein, ist nichts bekannt, dass Vergiftungen beim Menschen gäbe, aber eben für gewisse Tiere sind gewisse Flechten giftig. Da gibt es die Wolfsflechte, die enthält Vulpinsäure und Vulpinsäure ja, ist dann praktisch als Wolfsgift genutzt worden, beziehungsweise kann man alles ein bisschen fleischfressende Wirbeltiere reagieren auf dieses Gift. So, wir marschieren da ein bisschen weiter, also verzeiht, wenn es wackelig bleibt, aber ihr seid es eh gewohnt, nur dazu, wenn man da Zoom drinnen hat, wackelt es noch viel mehr. Ich kann euch jetzt natürlich nichts sagen, also wir Menschen essen Flechten in der Regel nicht. Wir haben ja schon gesagt, dass isländisch Moos als Medizin wird es zum Teil genutzt und natürlich gibt es Berichte, da haben wir jetzt wieder eine schöne Blattflechte, natürlich gibt es Berichte von Noternährung, also Schiffbrüchige auf Inseln, die was auf Rettung gewartet haben, haben natürlich Flechten gemampft. Es ist halt so, dass unser Enzym fehlt, dass wir den Pilz gescheit verdauen können. Rentiere zum Beispiel haben so ein Enzym, die können drum die Rentierflechte mampfen. Aber das macht natürlich Sinn, auch wenn man den Pilz nicht verdauen kann. Der Photobiont drinnen, also die Grünalge, erzeugt natürlich Kohlehydrat, also zumindest eine stärke kohlehydratreiche Assimilate. Und wenn man das dann isst als Mensch, hat man zumindest eine gewisse Energiezufuhr, die was man kriegt. Es ist aber sicher keine tolle Traumernährung. Also sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich nicht Flechten als Hauptnahrungsmittel habe. Es ist für Tiere, also wie gesagt, also Strauchflechten für Rentiere mampfbar. Es gibt die Mana-Flechte, das ist tatsächlich, gibt es bei uns nicht. Das biblische Mana, also das was bei der Wüstendurchquerung die 40 Jahre gedauert hat, als Nahrung vom Himmel gefallen ist, ist im Überlegen bei der Deutung, ob das nicht diese Mana-Flechte sein könnte. Das ist in der Tat eine Krustenflechte, also es gibt auch Krustenflechten, die was nicht so klar und mit dem Boden verwoben sind. Das dürfte so ein kugeliges Ding sein. Und auch das ist essbar. Schaut mal, da ist was Rötliches, auch das kann eine Flechte sein. Also Flechten, wer sich da reintigern will, du wirst wahrscheinlich mit einer Lupe dann unterwegs sein, aber dafür wirst du belohnt sein mit einer unendlichen Vielfalt an verschiedensten Flechten. Ich nehme mal an, da kann man tatsächlich ein Hobby draus machen, oder bin ich mir sogar ganz sicher, dass man ein Hobby draus machen kann. Schaut, wie fest das ist.
Was auch möglich ist, also weg von Ernährung, ein bisschen noch zu die letzten Facts. So Flechten können natürlich Tieren Lebensraum bieten, also kleinste Käfer können sich darunter verstecken und auch da zum Teil gibt es Raupen von Schmetterlingen, die was sowas auch dann fressen können. Das sollte noch erwähnt sein. Und es kann sein, dass in einer Flechte mehrere Photobionten vereint sind, also nicht nur eine Algenart, sondern mehrere Algenarten. Und mittlerweile weiß man auch, dass es sein kann, dass mehrere Pilze sogar in einer Flechte zusammenarbeiten oder zusammenhängen. In der Regel sind das ganze Schlauchpilze. 98% gehören zur Abteilung der Schlauchpilze, das andere sind Ständerpilze. Aber da kenne ich mich eben nicht so gut aus, das sei nur erwähnt. Was fantastisch ist, ich möchte mit euch fast nochmal einen Standortwechsel machen. Was fantastisch ist, ist, dass sie so unglaublich stabil sein können und alt werden können. Also wir haben ja gesagt, es gibt eine unzählige Zahl an Flechtenarten und wenn es so viele verschiedene Arten gibt, gibt es natürlich auch verschiedene Lebensweisen. Nicht jede Flechtenart kann ewig lang ausgetrocknet überleben. Und zeitgleich gibt es dann wieder Spezialisten, die was das voll gut kennen. Scheinbar gibt es Flechten, die was über 4500 Jahre alt sind und das, finde ich, ist ja mal eine Ansage. Und kann eben auch hunderte Jahre, ist ja das schon eine Ansage. Wisst ihr was, ich drücke da jetzt nochmal ganz kurz auf Pause, also ihr könnt sitzen bleiben, ich möchte nämlich nochmal zu einer Krustenflechte schauen, weil da kann man sich dann vielleicht vorstellen, wie das künstlerisch genutzt werden könnte. Ihr bleibt sitzen, wir sind eh gleich dort. So, nicht erschrecken, es können jetzt Hunde vorbeirennen und das da ist einfach nur eine Mauer, wo man aber sieht, dass wieder verschiedenste Flechten, Krustenflechten, das Ganze schon ziemlich überzogen haben. Und da gibt es eine Technik des Reverse Graffiti, also da haben wir jetzt kein Reverse Graffiti, aber Graffiti. Reverse Graffiti, also umgedrehtes Graffiti, macht sich solche flechtenbewachsene Mauern zunutze und mit starken Wasserstreuen oder durch Abbürsten mit Matrizen drüber, also mit Vorlagen drüber, werden praktisch die Flechten weggesprüht oder weggebürstet und es bleibt dann, also es zum Vorschein kommt wieder der nackte Beton, der was drunter ist und es zeichnet sich praktisch ein Bild in die Flechten. Finde ich voll interessant, auf was man alles kommt und was alles möglich ist. Also Reverse Graffiti ist eine Möglichkeit, wie man sich als Mensch mit Flechten spielen kann. Kann man sich das vorstellen? Ich nehme mal an, schauen wir mal, wie haben sie das da gemacht? Ist das eine Farbe? Na schaut, da haben sie das tatsächlich sogar, das ist da weggeschmirgelt und geschliffen worden. Also da ist ganz glatt und das ist glatt und das ist glatt. Und rundherum sind die Flechten noch vorhanden und da ist praktisch ein Teil, zumindest ein bisschen was ist mit Farbe gemacht, aber ein Teil ist so Reverse Graffiti. Ja, super Sache. Eigentlich habe ich es fertig, das Ding, vielleicht noch ganz kurz, weil wir ja gesagt haben, Luftqualität, Bioindikator, das ist ein bisschen das Problem für die Flechten. Sie haben natürlich, nachdem sie so weit unten angesiedelt sind, also Algen und Pilze, also Pilze sind eben keine Pflanzen, sondern Algen und das ganze Konstrukt recht einfach aufgebaut ist. Also es gibt keine, ich bin gerade unschlüssig, wo ich hinfilmen könnte. Es gibt, naja, nehmen wir das da. Schaut.
also das da schön grün, also das können Algen sein, keine Filtersysteme im Vergleich zu unseren höheren Pflanzen, also zu den Samenpflanzen, Bäume, Kräuter. Ja, Moos ist schlecht, weil das gehört da eben auch nicht dazu. Moos hat, das schauen wir sich beim nächsten Mal an, hat auch keine echten Leitersysteme, aber funktioniert schon anders wie Flechten. Und nachdem es praktisch einfach nur aufnehmen können und nicht richtig ausscheiden können, nehmen sie natürlich, wenn Gift oder unverträgliche Stoffe in der Luft sind, die immer weiter auf, bis zu einer Übersättigung gekommen ist, und dann stirbt das ganze Konstrukt, die Symbiose bzw. der kontrollierte Parasitismus, den was wir Flechte nennen. Und deshalb gerade bei uns, also Bioindikator, wenn viele Flechten da sind, kann es gar nicht so schlimm sein, unter Anführungszeichen, beziehungsweise bei uns breitet sich einzig und allein die Gelbflechte aus. Da habe ich ja trotzdem jetzt wieder gerade, ja, habe ich da irgendwo Gelbflechte? Nein, aber auf die Bäume erst haben wir's viel gesehen, die Gelbflechten. Also bei mir breitet sich die Gelbflechte gerade aus. Die wird wahrscheinlich einfach nicht so haglich sein, beziehungsweise mit gewissen Stoffen kein Problem haben, weil alle anderen Flechten, ja, bis auf Krustenflechten, habt ihr eh gesehen, ist nicht recht viel los. Okay, das war mein Flechten-Ding. Ich hoffe, es war was dabei. Ich weiß, es ist natürlich sehr laienhaft, wenn da jetzt der Flechtenkunde dabei war, Entschuldigung, aber wir sind praktisch interessierte Laien, die was in diesem Kanal da versammeln, und ich denke, da war was Brauchbares dabei. Gut, ich gehe jetzt dann Richtung zu Hause, werde die Videos zusammenbasteln und auch da nochmal erwähnt, ich verlinke euch da unten eine Flechtengalerie von einer Website, ich verlinke euch ein Flechtenbuch und ich verlinke euch auch da nochmal meine Bücher-Empfehlungsseite vom Lexikon, falls ihr was braucht, einfach tun. Und vielleicht lasst es mir wissen ein bisschen in die Kommentare, wie es bei euch ist mit Flechten. Weil, wie gesagt, also draußen finde ich nur Krustenflechten. Da bei meinen Bäumen da, das großteils auch bei Hainbuche und bei Spitzahorn. Ein bisschen bei Eiche, da hinten sind ein paar alte Eichen und da sind die Zweige hängen über. Und da habe ich Flechten drauf. Wie ist es bei euch? Habt ihr Flechten? Nehmt ihr Flechten wahr? Wenn der Hans da vielleicht sogar zuschaut, Hans, bei uns gibt es keinen Wald mehr. Also es ist echt eine Katastrophe. Es ist... Ja, Wald kann man das alles gar nicht mehr nehmen. Aber vielleicht hast du einen Wald oder kennst du einen Wald, wo sogar Baumbärte umeinander hängen, also Flechten ganz lang und fädig. Da hänge ich euch jetzt noch, ein, zwei Bilder praktisch rein, dass man ein paar solche Flechten noch gesehen hat, welche Ausmaße, dass das dann ausnehmen kann. Wie ist das bei euch? Gibt's das? Lasst es mal wissen, interessiert mich. Und wir sehen sie beim nächsten Mal. Entweder wir bleiben auf unserer Leiter und dann kommen wir mal zu dem Moose, oder es kommt darauf an, wie sich das jetzt mit unserem Nichtwinter entwickelt, weil die Bäume, ich möchte euch ein bisschen das Knospenzeug zeigen und ein bisschen Knospenkunde mit euch machen. Und wenn das jetzt schon alles zum Aufbrechen anfängt, dann müssen wir das vorziehen. Und wenn es jetzt dann doch noch mal kalt wird und man annehmen darf, der Winter kommt noch, dann können wir ja vielleicht die Moose dran nehmen. Weil Moose, voll interessant, also mit unseren milden Winter haben sie jetzt auch in dem Winter eine Hauptwachstumszeit. Also Moose haben sie erstens auch gern feucht, Herbst, milde Winter, Frühling eine Hauptwerken. Und ich habe schon natürlich mir ein bisschen umgeschaut, also man sieht, man kann zumindest ein bisschen was herzeigen, Moose, verschiedene, zumindest die Laubmoose und Lebermoose und die Sporophyten, die was ausbilden. Aber ja, das schauen wir sich dann genauer an. Gut, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Baba. Ja, und nur ein kleiner Scherz hinten dran. Wenn es in Linz bei Bushaltestellen oder beim Bahnhof oder bei BIM, also Straßenbahnhaltestellen, Satz und am Boden oben schaut und lauter weiße Kreise findet, das sind wahrscheinlich keine Krustenflechten, sondern Kaugummi. Nur dazu gesagt, also nicht alles, was nach Krustenflechten ausschaut, ist auch eine Krustenflechte.
So, aber jetzt habe ich es fertig. Pfiat euch.